Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Gute Nacht Österreich. Seit Jahren wird Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Aber seit ein paar Tagen beschleicht mich das Gefühl, dass da vor allem russische Spione gefragt werden. Österreich ist in eine gewaltige Spionageaffäre verwickelt. Am Dienstagabend wurde daher der Nationale Sicherheitsrat im Bundeskanzleramt einberufen. Der ehemalige BVT-Mitarbeiter Egisto Oth sitzt seit Ostern in U-Haft und soll in den letzten Jahren österreichische Staatsgeheimnisse an Russland verkauft haben. Weiß nicht, heißt das, die Russen sind jetzt im Besitz des Originalrezepts der Sachertorte? Was aber kein Scherz ist. Egisto Oth war auch deswegen nur schwer zu fassen, weil er sich klingende Decknamen zugelegt hat, wie zum Beispiel Ernesto Zanetti oder Giovanni Parmigiano. Ernsthaft? Giovanni Parmigiano? Ja, das klingt für mich nicht nach einem Spion aus Kärnten, sondern nach einem Witwentröster aus Jesolo. Aber was nur die wenigsten wissen, mittlerweile stehen auch die BVD-Spitzenbeamten Grana Padana, Matteo Mozzarella und Giorgio Gorgonzola unter Verdacht. In Oths Kärntner Heimatort Paternion, wo er auch verhaftet wurde, ist der Geheimagent jedenfalls ein ganz großes Thema. Die Gerüchte, Küche brodelt halt, ist ganz klar. Aber was will man tun? Das denkt man nie, dass man so große Leid hat bei uns da. Ja, wegen so großer Leid hat auch bei der CIA die Gerüchteküche gebrodelt. Allerdings schon 2010 bis 2012. Aber erst im November 2017 konnte der amerikanische Auslandsgeheimdienst endgültige Beweise dafür liefern, dass Egisto Oth in Kontakt mit dem russischen Geheimdienst war. Danach ist alles sehr schnell gegangen. Oth wurde 2017 beim BVT suspendiert, hat aber später einen Arbeitsplatz bekommen, wo er garantiert nichts mehr anstellen konnte, und zwar an der Sicherheitsakademie des Innenministeriums. Na bitte lachen Sie nicht. Ich meine, die Sache ist einfach zu ernst. 2017 ist Oth auch an die Inhalte von 3 Smartphones hochrangiger Beamter des Innenministeriums gekommen, die er später an die Russen verkauft haben soll. Dafür hat er eine Rose von Wladimir Putin bekommen. Zusätzlich soll Oth seit längerer Zeit Geheimdienst-Laptops weitergegeben haben, so auch an die Russen. Und ebenfalls für Russland soll Oth hierzulande die Wohnadresse von kritischen Journalisten ausgespäht haben. Gut. Warum sollte man einem Gentleman auch einen Wunsch abschlagen? Kooperiert hat Egisto Oth dabei mit Martin Weiß, der ehemalige BVD-Abteilungsleiter, war nicht nur Oths Vorgesetzter, sondern auch sein Komplize. Und passend zu Österreich kommt auch noch der dritte Mann ins Spiel. Niemand geringerer als der Wirecard-Vorstand und ebenso enttarnte russische Spion Jan Marschalek soll über Martin Weiß Aufträge an Oth erteilt haben. Marschalek und Weiß sind mittlerweile untergetaucht, der eine angeblich in Russland, der andere in Dubai. Heute kennt man nur mehr den genauen Standort von Egisto Oth, das Gefängnis in Wien-Josefstadt. Oth antwortet auf die Frage, ob er Russenspion gewesen sei, aber weiterhin mit Niet. Nur, wer ist denn für diesen Skandal jetzt verantwortlich? Für die ÖVP war und ist Herbert Kickl das große Sicherheitsrisiko. Klar scheint jedenfalls, dass Egisto Oth eine gewisse Nähe zur FPÖ gehabt hat. Unklar ist, ob es auch hier einen Freundschaftsvertrag gegeben hat. Aber eine Frage müssen sich alle Verantwortlichen im Verfassungsschutz gefallen lassen. Warum wurde Egisto Oth erst viele Jahre, nachdem man von seiner Tätigkeit als russischer Spion erfahren hat, verhaftet? Aber vielleicht kennen wir die Antwort auch schon. Die Gerüchte, Küche brodelt halt, ist ganz klar. Aber was will man tun? Das denkt man nie, dass man so große Leid hat bei uns da. FPÖ-Chef Herbert Kickl war gestern als Zeuge im U-Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch geladen. Im Gegensatz zu anderen ist er dort dann sehr gern erschienen. Ich meine, kein Wunder, von den anderen Parteien bekommt er ja sonst kaum Einladungen zum Gespräch. Stattdessen ist Kickl ja hauptsächlich bei Treffen der eigenen Fraktion zu sehen. Wie zum Beispiel beim Landesparteitag der Wiener FPÖ am vergangenen Wochenende. Hier wurde Dominik Näpp als Wiener Parteiobmann wiedergewählt.
Danach hat er sich bei seinen Mitarbeitern dafür bedankt, dass sie ihn entlasten. Denn ihm sei wichtig, dass ich raus in die Bezirke kann, dass ich zu den Menschen kann, dass ich durch die Einkaufsstraßen gehen kann und durch die Wirtshäuser. Ist einmal lustig mit dem Pauli Stadler. Die Leber dankt. Ja, mit vollem Einsatz, ne? Für die Stadt. Der ehemalige Bezirksvorsteher von Wien-Simmering, Paul Stadler, ne? Der Mann, der das Wirtshaussterben im Alleingang stoppen möchte. Hauptdarsteller am Wiener FPÖ-Landesparteitag war aber nicht Paul Stadler, auch nicht Dominik Knepp, sondern Herbert Kickl, der wieder mal gezeigt hat, welch großer Staatsmann in ihm steckt. Vor ein paar Jahren, da haben Sie alle über uns gelacht. Na, ich würde sagen, schauen wir mal, ob Sie nach den nächsten Wahlen auch noch lachen, die Herrschaften von unserer gegnerischen Einheitspartei. Die schwarzen Versager, allen voran die Blindschleiche im Innenministerium namens Karner, die ja zusammen, und man kann es nicht anders sagen, wirklich eine Spur der Verwüstung durch dieses Land gezogen haben. Ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Jetzt steht den Folterknechten das Wasser bis zum Hals. Die Fahndungslistenersteller aus den vergangenen Jahren sind jetzt plötzlich wehleidig. Ich glaube, denen wird das Lachen vergehen. Da gibt es kein politisches Entkommen und Davonschleichen für die Verantwortlichen, so wahr ich hier stehe. Dem Retter des Abendlandes einen Satz aus der Bibel mit auf den Weg. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das Bundeskanzleramt hat am vergangenen Dienstag zur Jahrestagung der Europagemeinderätinnen und Gemeinderäte nach Wien geladen, die mit viel prominenter Beteiligung über die Bühne gegangen ist. Neben Bundeskanzler, Europaministerin und EU-Kommissar waren auch viele Spitzenkandidaten zur EU-Wahl vor Ort. Dazu viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und dann auch noch ich, und zwar mit meinem Mikrofon. Ich melde mich hier von der Jahrestagung der österreichischen EU-Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Habe ich gar nicht gewusst, es gibt Leute, die sich innerhalb ihrer Gemeinde darum bemühen, die Menschen für die EU zu begeistern. Da frage ich mich natürlich schon, was haben die verbrochen? Sie sorgen ja dafür, dass die lokale Bevölkerung für die EU sich begeistert? Kann man nur gratulieren, ne? Das funktioniert super. Naja. Funktioniert super, ist leicht übertrieben. Welchen Kreisverkehr in Ihrer Gemeinde hat denn die EU finanziert? Wahrscheinlich alle. Ja. Gibt's viel? Ja, der Bürgermeister von unserer Nachbargemeinde heißt Herr der Ringe, weil es so viele Kreisverkehre gibt. Sie sind auch EU-Gemeinderäte? Nein, ich bin die Europaministerin. Ah, eben, ja, richtig, richtig. Also ich bin sozusagen Chef der Partie. Wie fühlen Sie sich als Koch-Influencer hier auf einer politischen Veranstaltung? Und was wird es heute zum Mittagessen geben, wissen Sie das? Ich weiß es nicht, ich bin heute fürs Essen nicht zuständig. Achso, Sie haben gar nicht mitgekocht? Nein, wenn Nehammer kocht, dann koche ich nicht mit. Wofür interessieren Sie sich denn heute mehr? Für die EU oder fürs Mittagessen? Na schon für die EU, aber das Mittagessen, muss ich ehrlich sagen, hat mich auch interessiert. Ja. Ja. Das ist ja so, ne? Es soll keinen Beitrag von mir geben, ohne Ihr bezauberndes Lächeln. Ich hab mich erinnert. Ja, ja, machen wir es vielleicht noch einmal, ich bleibe jetzt ganz ernst. Darf ich Ihnen eine einzige Frage stellen? Frau Steger, wieso ist denn der Herr Wilimski nicht da heute? Schämt sich der noch für seine letzte Rede? Darf ich Ihnen eine einzige Frage stellen? Frau Maurer. Ich muss wirklich in die Kurve. Zwei kurze Fragen. Ja, Sie vertreten die Lena Schilling. Hat sich die nicht hergetraut? Ich muss wirklich in die Club leiten jetzt. Die Lena ist gerade in Brüssel. Ich dachte, die ist auf Studienreise in Norwegen. Eine Frage brennt mir seit Jahren auf der Zunge. Alles klar, Herr Kommissar? Schau, der Kommissar geht um.
Vielen herzlichen Dank für die Antwort. Dankeschön. Ja. Nein, nein, alles gut, danke. Herr Bundeskanzler, in Brüssel gefürchtet ist ja Ihre legendäre Handschlagqualität. Ja. Jetzt wollte ich nur wissen, könnten Sie mir die kurz zeigen? Ich möchte nur schauen, ob ich es überlebe. Nein, wenn es sicher geht. Herr Klein, bin passe ich besonders auf. Ich kann das variieren. Das geht so. Danke vielmals, danke, dass wir das gezeigt haben. Können Sie uns kurz die Europahymne anstimmen? Freude, schöner Götter, Funken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, töne da dein Heiligtum. Also wenn das nicht mitgerissen hat. Am vergangenen Samstag wurde im Burgenland groß gefeiert, und zwar 150 Jahre SPÖ. Es fällt der Sozialdemokratie natürlich leichter, sich über ihre Vergangenheit zu freuen, als über ihre Zukunft. Jetzt werden viele Leute, die noch ein Geschichtsbuch zu Hause haben, sagen, Moment, die Partei wurde aber erst 1889 gegründet. Das sind also weniger als 150 Jahre. Aber keine Sorge, hier wurden keine Excel-Spalten vertauscht. 1874, also vor 150 Jahren, haben in Neudörfel bei Mattersburg Vertreter der Arbeitervereine aus der gesamten Monarchie das erste Parteiprogramm ausgearbeitet und den Entschluss gefasst, eine gemeinsame Arbeiterpartei zu gründen. Von dieser Absichtserklärung bis zur Umsetzung hat es dann noch einmal 15 Jahre gedauert, aber so schnell war man sich später in der Partei nie wieder bei etwas einig. Gibt es Widersprüche? Die SPÖ wurde dann als sozialdemokratische Arbeiterpartei in Österreich gegründet. Mittlerweile hat sie allerdings die Arbeiter verloren, aus dem Parteinamen und bei den Wahlen. Im Rahmen, schlucken da welche, im Rahmen der Feierlichkeiten hat Andreas Babler vor allem zum Zusammenhalt in der Partei aufgerufen. Naja, zum Geburtstag darf sich jeder mal was wünschen. Danach haben Heinz Fischer und schließlich auch Doris Bures von der Einheit in der Partei gesprochen. Was heißt gesprochen? Bures hat sich in einen Solidaritätsrausch geredet. Dieses Fundament einer politischen Einheit ist diese solidarische Diskussion. Das Fundament der politischen Einheit und unserer Arbeit ist, dass das, was wir sagen, wir auch tun. Und dass, wenn wir Freundschaft sagen, wir auch Freundschaft meinen. Das ist das Fundament der Einheit einer Sozialdemokratie. So spricht die Hohepriesterin der Solidarität. Da war natürlich spannend zu hören, was Hans-Peter Doskozil zu diesem Thema zu sagen hat. Abi, der war gar nicht dort. Und das, obwohl Neudörfel im Burgenland liegt? Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freunde, liebe Freundinnen, auch von mir ein herzliches Freundschaft. Ich darf heute den Landeshauptmann vertreten, der unabkömmlich heute ist. Lasst die besten Grüße ausrichten und ein herzliches Freundschaft. Seit wann ist ein herzliches Freundschaft das heimliche Codewort für leckt's mich am Arsch? Ich meine, ja, ist ja richtig, oder? Ich meine, Doskozil war also unabkömmlich. Ich meine, was hat es denn an diesem Tag Wichtigeres in Burgenland gegeben als die 150-Jahr-Feier der SPÖ? Oder hat vielleicht der blinde Hund der Großcousine seiner Nachbarin versehentlich die Einladung gefressen? Nein, nein, nein. In den Medien habe ich gelesen, Doskozil könne deshalb nicht kommen, weil er sich noch von einer erneuten Operation erholen muss. Tatsächlich ist Doskozil am selben Wochenende im Krankenhaus gewesen, allerdings beim Tag der offenen Kliniktür in Oberwart. Das hat er stolz auf Facebook gepostet, selber. Und bereits ein Wochenende davor hat er ein ausführliches Sonntagsinterview gegeben. Ja, am Ende ist die Freundschaft zur Kronenzeitung halt doch stärker als die zur Partei. Es gibt Schlagzeilen, die man auch nach dem dritten oder vierten Mal lesen nicht glauben kann. Zum Beispiel diese hier. Saudi-Arabien hat vor kurzem den Vorsitz der UN-Kommission für Frauenrechte übernommen. Ja, das habe ich nicht erfunden. Ne? Das Ganze gilt als Versuch des saudischen Königshauses, sein internationales Ansehen im Hinblick auf Frauenrechte zu verbessern. Mehr dazu weiß jetzt unser Außenreporter Walter Pflanzl, der uns vor der UNO-City in Wien live zugeschaltet ist.
Schönen guten Abend. Saudi-Arabien übernimmt den Vorsitz der UNO-Frauenkommission. Tut mir leid, Manfred. Ich weiß nicht, wie ich den so ohne Lachen zusammenbringen soll. Ich meine, hat Afghanistan keine Zeit gehabt? Und was kommt als nächstes? Ja, was kommt denn als nächstes? Friedensnobelpreis für Wladimir Putin? Oder Kim Jong-un organisiert eine Regenbogenparade in Nordkorea? Was? Manfred hat vollkommen recht. Schau, ich weiß. Schau, ich soll mich nicht aufregen. Ich reg mich nicht auf. Nicht? Ich soll lieber ein paar Fakten liefern. Mach ich auch in meinem Einstieg. Pass auf, ich sag dann, die 45 Mitgliedsländer der Kommission der Vereinten Nationen zur Rechtsstellung der Frau bestimmten Ende März in New York den saudischen Botschafter Abdulaziz Al-Wazir zum Vorsitzenden der UNO-Frauenkommission. Alter, verstehst? Da fängt es ja schon an. Ein Mann ist der Vorsitzende einer Frauenkommission. Findet den Fehler. Andererseits, wie soll sich besser mit Frauenrechten auskennen als ein Mann, der wahrscheinlich selbst mit drei verheiratet ist? Nicht? Das frage ich mich die ganze Zeit. Warum man drei Frauen heiraten will? Ich bin mit der meinigen schon voll ausgelastet. Manfred, was grinst denn so deppert hier? Nein, nicht nur ich reg mich auf, Manfred. Nicht nur ich, auch Amnesty ist schockiert. Kein Wunder, bei der Gleichstellung der Frau ist Saudi-Arabien von 142 Plätzen auf Platz 132. Na, immerhin. Immerhin noch vor Pakistan, dem Tschad und Tirol. Nee, war Peter Schnee. Aber weil wir gerade dabei sind, Österreich ist auf der Liste auch nur auf Platz 47. Was ist denn da los? Also da könnte man auch weiter oben sein, oder? War das höchste Zeit? Das ist ja alles ein Wahnsinn. Aber jetzt pass mal auf. Als der Beschluss von der UNO verkündet wurde, dass die Saudis den Zuschlag kriegen, hat es keinen Widerspruch gegeben. Keinen. Auch nicht von den europäischen Staaten. Stell dir vor, da haben sogar ein paar geklatscht. Die hätten sie lieber die Hand auf die Stirn klatschen sollen erst. Die sind ja alle wo angerannt. Ja, Manfred, ja, ich beruhige mich eh schon, aber heute ist schwer mit Beruhigen, ich sag dir das. Die Aufgabe der Frauenkommission ist es ja, neue globale Standards in Sachen Frauenrechte zu setzen, oder? Jetzt habe ich eine Frage. Was sollen denn die Saudis für neue globale Frauenstandards festsetzen? Frauen brauchen in Saudi-Arabien bei der Hochzeit und beim Reisen nämlich einen männlichen Vormund. Gibt er das? Und erst seit 6 Jahren dürfen sie den Führerschein machen. Ich meine, das ist eh super praktisch. Jetzt können sie zu ihrer eigenen Auspeitschung wenigstens selber hinfahren. Ist ja wahr. Die Frauen, die dürfen sich in Saudi-Arabien nicht einmal die Farbe von ihrer Burka selber aussuchen. Und die haben jetzt den Vorsitz. Manfred, da. Gib her das Mikro. Was sagst du? Ja, genau, geht schon los. Ja, geht schon los? Ja, Walter Pflanzl, der falsche Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er steht übrigens völlig zu Recht nicht auf der veröffentlichten Liste der Topverdiener im ORF. Sie werden lachen, es wird ernst. Die Fußball-Bundesliga geht in die Entscheidungsphase. Die Fußball-Europameisterschaft kommt näher. Das bedeutet Hochsaison für die beliebteste Freizeitbeschäftigung vieler Männer, Fußball-Wetten. Der Wettanbieter Admiral ist derzeit Hauptsponsor der Bundesliga. Und nur einer von vielen Wettanbietern in Österreich. Im Wetten nämlich sind wir schon Europameister. Ja, hierzulande gibt es wirklich mehr lizenzierte Wettanbieter als in Deutschland. Bei Wettbüros dachte man lange Zeit ja an zwielichtige Gestalten ohne Zukunft, die sich in verrauchten Lokalen treffen, um ihr Leben zu vergeuden. Wettbüros waren früher ungefähr so sexy wie ja, ein SPÖ-Bezirksclub. Mit dem Unterschied, dass im Wettbüro wenigstens die Freunde echt sind. Das Image hat sich aber geändert, seit sich Sportwetten von Wettlokalen ins Internet verlagert haben. Jetzt sind sie Lifestyle geworden und Mainstream. Der ÖFB-Trainer Ralf Rangnick wirbt aktuell für Tipp 3. Sogar Popstar Lady Gaga hat in einem Video das Logo des ursprünglich in Österreich gegründeten Sportwetten- und Glücksspielanbieters bwin gezeigt. Ziemlich gaga, wenn Sie mich fragen. US-Popstars machen also Werbung für österreichische Firmen. Ich freue mich schon auf den neuen Spot von Taylor Swift und dem Hofstädter.
Rund um die Spiele der Fußball-WM 2022 hat übrigens niemand so viele Werbeminuten im österreichischen TV gebucht wie Sportwettenanbieter. Ja, nur selten wurden die spannenden Werbeblöcke von lästigen Fußballspielen unterbrochen. Und in der Bundesliga lassen sich inzwischen von 12 Vereinen 11 von Wettanbietern sponsern. Und wozu führt das? Dadurch entsteht eine gewisse Abhängigkeit, weil Medien und Sportvereine von dem Geld dieser Industrie profitieren. Sagt Florian Skrabal von der Investigativplattform Dossier, die kürzlich einen Schwerpunkt zum Thema hatte. Und der auch weiß, was passiert, wenn die Politik versucht, die Wetten gesetzlich einzuschränken. Das Interessante ist, dass dann nicht die Glücksspielindustrie oder die Sportwettenindustrie auf die Barrikaden gestiegen ist, sondern die Sportvereine und Sportverbände. Das heißt, die Wettanbieter müssen gar nicht selber lobbyieren. Das machen die Sportverbände und Vereine für sie. Für die Wettfirmen quasi eine B-Win-B-Win-Situation. Wieso aber ist Österreich ein Eldorado für Wettanbieter? Ja, da kommt wieder einmal das ins Spiel, was uns schon sehr oft kopfschüttelnd zurückgelassen hat, der Föderalismus. Das kommt dabei raus, wenn du bei Wish Kompetenz bestellst. Jedes Bundesland hat in Sachen Sportwetten eigene Gesetze. Ja, bis auf das Burgenland, da gibt es de facto gar kein Sportwettengesetz, sondern immer noch das Wettengesetz aus 1919. Das ist auch interessant, oder? Offenbar gab es im Burgenland schon 1919 Internet- und Online-Wetten. Ja? Obwohl man ja erst seit 1999 Strom hat. Aber Achtung, es wird noch österreichischer. Sportwetten gelten bei uns nicht als Glücksspiel, ja, sondern als Geschicklichkeitsspiel. Ja, das ist wirklich wahr, das steht in den Gesetzen so drinnen. Genau deshalb sind Sportwetten auch Ländersache. Ja, wären sie Glücksspiel, wäre der Bund zuständig. Der oberste Gerichtshof bestätigte, dass es kein Glücksspiel ist. Man kann seine Position so zusammenfassen. Obwohl Sportwetten ein Zufallselement beinhalten, basieren sie auf berechenbaren Faktoren, wie Teamkenntnissen, Wetterbedingungen und vielem mehr, was sie von Glücksspielen unterscheidet. Ja, wer also bei einem Spiel unserer Nationalmannschaft nicht nur alle Statistiken des Teams kennt, sondern auch noch den ÖFB-Physiotherapeuten, der einem die aktuelle Muskelmasse von David Alaba verrät, und wer auch noch Meteorologie studiert hat und weiß, aus welcher Richtung der Regen beim Ankick auf den Rasen des Ernst-Happel-Stadions prasselt, der könne doch ganz geschickt voraussagen, wie das Spiel ausgeht. Ist logisch, oder? Also mal vorausgesetzt, der innewohnende Zufallsmoment macht einem keinen Strich durch die Wette. Zahlreiche Studien widerlegen inzwischen diese These und kommen zu einem anderen Schluss. Ein Sportprofi, der sich zum Beispiel im Fußball super auskennt, gewinnt beim Sportwetten nicht öfter als ein Laie, der keine Ahnung vom Fußball hat. Selbst während Ex-Finanzminister Gernot Blümel im Amt war, gab es im Ministerium eine Studie dazu. Die hat nicht so geendet, wie man wollte, und geht noch heute im Kinderwagen spazieren. So heißt es zum Beispiel in der Studie. Sportwetten sollten im rechtlichen wie politischen Sinne zur Kategorie der Glücksspiele zählen. Ja, doch wieso sind die Wettanbieter so erpicht darauf, eben nicht als Glücksspiel eingestuft zu werden? Ja, weil sie selbst so viel Gewinn wie möglich machen wollen. Während Sportwetten Glücksspiel, müsste man nämlich mehr Steuern ans Finanzamt abführen. Alleine der Marktführer Admiral hätte zum Beispiel im Jahr 2021 dann fast 7 Millionen Euro mehr ans Finanzamt zahlen müssen. Ja, Österreich lässt sich hier einfach Millionen an Steuergeld entgehen. Und zugleich steigt der gesellschaftliche Schaden. Die Wettsüchtigen werden immer mehr. Rund 100.000 sind offenbar gefährdet. Interessant übrigens in dem Zusammenhang, diese Tipp-3-Werbung des ÖFB-Teamchefs. Ne? Der Mann rechts, das ist nicht der grantige Cousin von Marco Arnautovic, der beim ÖFB als Security arbeitet. Das ist ein Influencer namens Satansbrater. Und dessen Fans bilden, ja wohl nicht zufällig, eine Schnittmenge mit der Gruppe, die am anfälligsten für Spielsucht ist. Junge Männer, die vom Aufstieg träumen, oft mit migrantischem Background. Die Anzahl der Spielsüchtigen nimmt übrigens rasant zu.
seit man dank Online-Wetten das Wettbüro jetzt rund um die Uhr in der Hosentasche trägt. Den Spielsüchtigen wird somit rund um die Uhr Stoff geboten. Wären Sportwetten als Glücksspiel eingestuft, gäbe es für die Anbieter diesbezügliche weitere Unannehmlichkeiten. Man müsste nämlich seine Kunden vor sich selbst schützen. In Deutschland gibt es Anbieter, die spielsüchtige Kunden aktiv kontaktieren und sie eventuell sogar sperren in einer Datenbank namens Oasis. Ja, wer einmal dort drinnen ist, wird automatisch auch bei allen anderen Anbietern gesperrt. In Österreich gibt es keine zentrale Sperrdatenbank. Ja, wer süchtig ist, wird sich und seiner Sucht selbst überlassen. Ja, für die Österreicher heißt es also nur Oasis. Fassen wir zusammen. Der Sport ist abhängig vom Wettsponsoring und Spielsucht wird immer mehr zu einem gesellschaftlichen Problem. Was tun? Experten sind sich einig, Sportwetten sollten als Glücksspiel gelten. Ja, das würde die Spielregeln verändern und unter anderem zu höherer Besteuerung und zu mehr Spielerschutz führen. Und Wetten müssen wieder uncool werden. Meine, das hat ja beim Rauchen auch geklappt. Ein Werbeverbot bzw. ein Sportsponsoring-Verbot für Wettanbieter wäre deshalb immens wichtig. In Italien und Spanien gibt es das bereits. Und bitte, es werden sich doch auch wohl in Österreich finanzkräftige, seriöse Firmen finden, die die Bundesliga sponsern. Aber ob wir das alles jemals erleben, also darauf würde ich eher nicht wetten. Worauf Sie aber ganz fix setzen können und Sie genauso, dass wir nächste Woche wieder da sind und diese Sendung jetzt zu Ende ist. Gute Nacht, Österreich.